Es sieht ein wenig aus wie zu Großvaters Zeiten oder wie bei Max und Moritz. In der Mosenmühle in Brohlützing dreht sich alles um das Naturprodukt Mehl und die Erzeugnisse, die daraus gewonnen werden. Herr über alle Stockwerke der Mühle, voll mit allerhand Maschinen und Gerät, ist Müllermeister Rainer Mosen. Seine Familie bewirtschaftet die Mühle schon seit vielen Generationen. In dieser Zeit hat sich zwar an der traditionellen Herstellung der verschiedenen Mehle nicht viel geändert, wohl aber an den Ansprüchen der Kunden und auch an den Anforderungen an den Beruf, der heute Produktions- und Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futterwirtschaft heißt. Das hat natürlich auch in den letzten 30 Jahren zugenommen, dass die Verbraucher erfahren, wo kommt dann euer Produkt her, was ihr verarbeitet. Wir können das bei unseren Landwirten zurückverfolgen bis auf den Acker. So, und die können hier, können sie zuschauen, die sehen ja hier, aha, tatsächlich, das ist noch ein Handwerk. Und unsere allermeisten Kunden sind ja auch Handwerksbetriebe, Handwerksbäcker, die auch noch ihren Sauerteig machen und dann ist auch ein Brot entsprechend super, wenn sie das schöne Mehl dazu haben. Müller, gerade in Zeiten bewusster Ernährung und nachhaltiger Lebensweise vieler Verbraucher, ein anspruchsvoller Beruf mit Zukunft. Was sollte man denn da mitbringen? Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Physik und Chemie beherrschen, rechnen natürlich auch, vor allen Dingen auch technische. Man hat auch eine Werkstatt, man muss auch Rohre montieren und umbürteln. Wir haben eben schon mal von den Sieben gesprochen, man muss die Siebe von dem Plansichter selber bespannen können. Fachzeichnen gehört dazu, Kalkulation, deshalb sprach ich eben von Rechnen. Alles das ist sehr wichtig. Vom Korn zum Mehl ist es ein weiter Weg und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Mit Förderschnecken, Becherwerken und Schüttelrinnen geht es für das Korn hoch hinaus auf den Sichterboden, wo zunächst die Spreu vom Weizen getrennt wird. Hier wird all das ausgesondert, was später im Mehl nichts zu suchen hat. Im anschließenden Mahlprozess wird das Korn in verschiedenen Schritten ganz sanft zum Mehl verarbeitet. Wir müssen eben versuchen, immer wieder entsprechende Qualitäten herzustellen. Und das tun wir auch, denn in den letzten Jahren, muss ich sagen, sind verschiedene Bäcker an uns getreten und nicht rumgedreht. Und das ist ja spricht ja eigentlich für sich. Regelmäßige Qualitätskontrollen während der einzelnen Schritte gehören genauso zur Arbeit des Mosenmüllers wie die Wartung und Instandhaltung der Maschinen. Im Gegensatz zu Industriemühlen kommt in der Handwerksmühle von Rainer Mosen die Energie, die zum Antrieb der Maschinen gebraucht wird, aus der Wasserkraft. Mit dieser Antriebsenergie aus dem eigenen Wasserrad wird übrigens schon seit mehr als 650 Jahren in der Mosenmühle auf nachhaltige Art und Weise Energie erzeugt. Rainer Mosen übt einen der traditionsreichsten Handwerksberufe überhaupt aus. Ein Beruf mit Zukunft und immer neuen Entwicklungen und Herausforderungen. Wer jetzt Lust auf eine Ausbildung im Handwerk bekommen hat, findet Informationen zu diesem und weiteren Berufen sowie Ansprechpartner und Kontaktinformationen im Internet. Unter hwk-koblenz.de